Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir sollen jetzt, einigen Schauspielern noch eben helfen, schnell, aber ich gehe erstmal hier hin. Was haben wir denn da so? Persischer Befehlshaber. Gefällt mir. Gefällt mir, kaufe ich, ziehe ich an. Sehr schön. Brauche noch ein seltenes Pferd. Na, da hinten. Scheiße. Wir sind tatsächlich schon da. Dieselben komischen Polizisten, die auch hinter uns her sind, diese mit dem roten Hörnern da, sind auch jetzt hinter diesen Schauspielern her. Da braucht jemand eine finale Abreise. Wo ist dieser verräterische Narr? Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Herr, ich glaube, er ist ein Darsteller. Mir ist egal, was er ist. Wir müssen ihn finden, oder ich muss... Ja, hoffentlich hat er sich gut versteckt. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie ein Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Na gut. Das wird nicht funktionieren. Such weiter. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Noch nicht. Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit bestrafen. Das hilft nicht weiter. Welch Tragödie es doch wäre. Ein jeder wäre zu Tränen gerührt. Na, komm los, schnell. Patre muss sich zwischen der... zu einer Hauptstraße... Hauptstraße. Hund ist wach geworden. Konzentrier dich. Keine Faxen. Wo ist er jetzt? Ist jetzt hier so langsam mal eine Hauptstraße, oder nicht? So, hier ist eine Hauptstraße. Erwartet dich. Niemand hält uns mehr davon ab, dieses Regime bloßzustellen. Vielen Dank, Freund. Ich bin sicher, dass Kapaneos bald zu uns stößt. Wie jedes Mal. Wenn die Gefahr vorüber ist, versteht sich. Hier ist noch eine Quest aufgeploppt. Höhere Bildung. Der andere befindet sich da. Pass auf, möchtest du und kaufe ich da jetzt schnell ein Pferd? Nimm die höhere Bildung an. Und dann switch ich da hin.
Brauchst du etwas, Freund? Ist gut. Okay, was hast du denn seltenes da? K oder Majestät? Oh. Hm. Ja, komm, ich nehm K. Ein Schnäppchen. Dann leb wohl. Schon so in Ordnung erstmal. Steht einer mit seinem Pferd oben auf der Mauer? Echt geil. Tefibi, du bringst mich noch ins Grab. Ach, er. Nein, Mutter. Ich bringe dir die Erlösung. Keine Oliven mehr, keine Miete mehr für die Presse. Magi, ich brauche Hilfe. Mal wieder. Mein dummer Sohn hat meine Opfergabe in seinem Papyrus vergessen und mit ihm verloren. Ich kann mein Öl ohne den Segen nicht verkaufen. Nein, nicht verloren. Die Wachen nahmen es. Dieser Papyrus ist mein Leben, Magi. Diese Wachen gehen zu weit. Da sind alle meine Notizen drauf. Und sie warfen sie einfach auf ein Boot. Ich werde mir das mal ansehen. Und ich werde dein Opfer finden, Mütterchen. Trotzdem muss ich aber erst da hinten hin. Oder? Ist das andere näher? Ach nö, da kann ich von da aus hinschwimmen. Das ist kein Problem. Da kann ich von der Insel aus hinschwimmen. Ah, neue Kleidung gefällt mir auch. Ja, kann man auf jeden Fall anziehen. Sieht nett aus. Na, jetzt uns nur noch auf das Pferdchen setzen, dann ist doch alles perfekt. Da. Gib den Weg frei. War ich nicht hier schon mal? Ach, sie hat das schon lokalisiert. Ogalos, Evge! In der Akira-Garnison den Palast befinden. Grabmal von Alexander dem Großen? Okay. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Oh ja. Der Zensor wird seine liebe Mühe haben. Der heutige Teil war besonders verdorben. Dich schlitze ich auf! Da bist du ja! So, ich hatte mir gedacht, den mache ich auch noch mal eben platt. Aus dem Weg, Leute. Ihr steht nur im Weg rum. Und mich schnauzen sie immer an, dass ich im Weg rumstehe. Na, da ist er ja schon, die Bühne. Lixis
assassinati. Ich nenne... Du hast es geschafft, Bajek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Ach. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie mochte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Nächste. Und das ist einmal da. Machen wir von hier die Schnellreise. Und da kann ich rein theoretisch, wenn ich diese Nebenaufgabe fertig habe, wieder mit einem unserer Verdächtigen anfangen. Ich weiß noch nicht, wen ich mir dann da als erstes vorknöpfe. So, sollen wir da hinschwimmen? Ne, warum denn? Ich habe doch da ein Boot stehen. Schwimmen würde viel länger dauern. Auch wenn es jetzt simpler wäre. Die Soldaten, die den Papyrus haben, segeln auf einem Boot im südlichen Hafen. Da oben. Das muss das Boot sein, von dem Tifibi sprach. Vielleicht kann ich mich ungesehen reinschleichen. Du kommst hier nicht vorbei! Stirb, du Wurm! Die Wachen werden es sich gut überlegen, ob sie Tifibi nochmal belästigen. Da ist der Papyrus. Und die Opfergabe. Da werden sich die beiden aber freuen. Ja, ich denke auch. Ja, und fahren wir da mal eben schnell mit dem Boot wieder hin. Weil wäre jetzt dumm, wenn ich jetzt wieder reisen würde. Ich würde sowieso nichts in der Nähe finden. Wow. Krokodil. Entweder hat es uns gerammt oder wir haben es gerammt. Na. Okay, er kommt hier nicht hoch. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Aber da kommt er hoch. Meine Seele. Jetzt beweise ich Ihnen, dass ich genauso klug bin. Hör doch auf mit dem Unsinn. Die Griechen werden dich nie akzeptieren. Doch werden sie. Ich werde bald Philosoph sein. Deine Opfergabe. Jetzt kannst du mit dem Olivenölverkauf weitermachen. Er macht mir ständig nur Sorgen. Das ist schwer zu verstehen, wenn man keine Kinder hat. Hab einfach Vertrauen in ihn. Er kommt zurecht.
Ach nee, jetzt ist da noch eine freigeschaltet worden. Und dass Kleopatra als einzige Angehörige der Ptolemäer-Dynastie Ägyptisch sprach. Die Sprache ihrer 7 Millionen Untertanen. Ägyptisch sprach? Wird in Ägypten nicht Arabisch gesprochen? Soll das etwa lustig sein? Vielen Dank nochmal. Jetzt werden diese Schweine meine Poeten nicht so schnell wieder angreifen. Bajek, es ist endlich Zeit, mit meinen Musen zu feiern. Solltest du nicht deine Darsteller beaufsichtigen? Wir müssen an meinem neuesten Stück arbeiten. Bajek, du musst kommen! Diese Feier überbietet hoffentlich meine eigenen in Siva. Komm, Bajek! Das wird eine ausgezeichnete Nacht. Beeilen wir uns! Du wirst unser Ehrengast sein. Ich erinnere mich noch an die Feste, die wir in besseren Jahren in meinem Haus feierten. Ach, Erinnerungen. Sie sind jetzt nicht mehr so schön? Diese Philakitai ersticken unsere Feierlichkeiten. Sie verachten uns Poeten. Sie denken, sie kennen die Wahrheit. Du kennst sie besser. Natürlich! Wahrheit entspringt dem Chaos, nicht der Ordnung. Es stehen schon 2 Pferde für uns. Ne? Ich hab sogar mal ausnahmsweise ein cooles. Es hat mir gefehlt, auf dem Pferd zu reiten. Mit dem Kamel ist ja wohl doch nicht so das Wahre. Was findet ihr denn cooler, Kamel oder Pferd? Hey, Senno sieht etwas. Bah, in der Richtung ist nichts außer Dionys. Bajek, Gennadios Philakitai. Ich hätte wissen müssen, dass diese Flegel uns folgen. Dort! Von diesen Narren dort stammt das verräterische Geschwätz! Phanos, der Narr! Da! Das war's! Stirb! Oh. Ja! Und weiter geht's! Ah, geil, ne? Senu hat das gesehen. Dass da jetzt gerade Polizisten sind, die uns jetzt ans Leder wollen. Ah, endlich mein Heim. Mach dich bereit, Bajek. Diese Nacht wirst du nie vergessen. Sie wird hoffentlich den Geschichten Ayas gerecht. Einfach grandios, Phanos. Bajek, komm. Betritt deine eigenen elysischen Gefilde. Willkommen im Land der Wahrheit, Bajek. Sieht so aus, als hätte Aya ein... Phanos, deine Stücke werden jedes Mal besser. Seit deinen ersten Werken hat sich einiges getan. Was? Auf die nackig rum? Durch Kritiker. Danke, Leda. Tatsache. Welche der Musen stelle ich für dich dar, Phanos? Euterpe, Kalliope, Clio, Thalia, Irato? Wähle eine davon aus. Titten! Keine. Du bist liebreizender als all diese Musen. Ist das hier... Ist das ein Bordell? Ja, Phanos! Dein Name geht in die Geschichte ein. Ja, Phanos! Dein Name geht in die Geschichte ein, wie Aristophanes. Ja, gelobt sei der Poet! Also in diesen Wein könnte ich mich reinlegen. Was denn, Phanos? Ich bin bei meiner Gespiele. Sie hat echt keine Ahnung. Meine Frau denkt, ich bin bei meiner Gespielin. Sie hat keine Ahnung. Hier ist es. Hier erholen sich die Poeten Alexandrias. Warte.
Hast du gehört? Hm? Gennadios! Seine Männer müssen uns gefolgt sein! Wir kümmern uns darum. Komm, hol die Klinge! Ich fülle meine Tintenfässer mit dem Blut dieser Metrokoites. Metrokoites? Oh, jetzt kannst du jemanden als Hurensohn beseitigen, ohne dass er es weiß. Schicken wir sie zu den Göttern! Wie ist das jetzt nochmal? Metrokoites? Gennadios lässt dich grüßen, Phanos. Dein verräterischer Schund bringt dir den Tod! Dich schlitze ich auf! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Der hielt dich, der kommt! Groß gleich in Frieden. Da. Wo ist Phanov? Ah, da steht er schon wieder. Idiotin. Oran bulimi di mechanesten in Axeleftis. Sind alle sicher, Phanos? Metrokoites, sie haben meine Musen erschlagen. Drakon, mein Lieblingspoet, wird es wohl überleben. Es muss einen Weg geben, sie für immer aufzuhalten. Bayek, wir sind nun Blutpoeten. Dies ist unsere Chance, die Menschen aufzuwiegeln. Was immer nötig ist für den Frieden. Gib mir etwas Zeit. Ich rede mit meinen Leuten. Finde ihre Verstecke. Das ist jetzt, lass mich mal durch jetzt hier. Ich muss hier reingucken. Das ist ein Bordell. Durch. Ja, okay. Hier haben wir einmal Doggy-Style. Ich finde das gerade echt. Das ist der Hammer. Reiter. Ganz normal, Standard, ne? Ja. Da hat die Frau sichtlich ihren Spaß. Also wenn die jetzt, liegt die jetzt auf dem Bett, dann ist es Standard, würde ich jetzt rein theoretisch sagen. Ansonsten weiß ich nicht, wie sie das macht, wenn er sie so festhält. Ja, und dann hier oben gibt es dieselben Bilder dann nochmal. Ja, ja. Ja, Bordell, ne? Ein Bordell. Ja. Ja, ne? Das ist. Okay, wir haben jetzt die Maske der Echse oder die Schuppen des Krokodils oder die Hyäne. Also ich bin für die Hyäne, weil Bayek reist nach Gizeh, um den Informationen Meret zu treffen und mehr über einen seiner Ziele zu erfahren. Die Hyäne. Und die machen wir jetzt auch als erstes. Hier soll ich hin. Toll. Kann natürlich keine Schnellreise machen. Ich hänge noch 15 Minuten dran, weil ich das natürlich jetzt auch mit der Hyäne unbedingt wissen möchte. Sprich mit Apollodoros. Kontakt auf dem Markt von Gizeh. Apollodoros. Name sagt mir was.
Ja, du bist also K. Ich habe noch kein Foto mit dir gemacht und auch nicht mit der Rüstung. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wow. Ach, die Sphinx. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Wenn ich die... Mir fehlt die Nase. Die Nase ist noch da. Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodorus Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Wow. So, den haben wir. Willkommen bei Meretz Warenreisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Nach 100 Drachmen. Puh. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Das ist doch nichts. Hier, deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. Schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Du holst es mir zurück. Wenn Apollodorus weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Das sind die Männer? Okay. Könnt ihr nicht auch auf die Pferde steigen? Doch. Bist du ein Freund von Meret? Wohl kaum. Nur ein notgedrungenes Bündnis. Meret hat nicht oft Beschützer als Verbündete. Er traut den Behörden nicht. Aber er zahlt gut. Und nur wenige in Gizeh zahlen überhaupt. Man kann dem Sand in der Hand nicht trauen. Was könnt ihr mir über die Hyäne sagen? Diese Halicet. Ein falsches Wort. Und wir sind Hyänenfutter. Netter Versuch. Komm mit. Sei wachsam. Wir müssen ein Pferd zurückholen. Was stimmt nicht mit dir? Wow. Ich weiß zwar nicht, wer das war, aber naja. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Einfach rein da. Hey! Ich bring dich um! Ja, dann such mal, Senno.
Da ist noch ein Pferd. Ja komm, wir töten die einfach fertig. Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Hey, was? Ja, auch tot. Das muss Merets Pferd sein. Leider hat er mir verschwiegen, dass seine Kunden Banditen waren. Oh. So, ich hab das Pferd. Ich muss mal eben absteigen. Da, warum greift mich der eine Typ jetzt von ihm an? Bestimmt, weil ich den aus Versehen getroffen habe, aber ich treffe die ja die ganze Zeit. Oh, der greift mich an, die Sau. Was? Reite jetzt einfach zurück. Warum mich nur der eigene Typ da angreift und kaputt macht. Hey, was? Wir sind deine Mauer! Wir werden frisst das, du Ratte! Was hast du nun? Oh, ich bin vom Pferd gefallen. Dafür lasse ich dich leiden. Gib den Weg frei! Beschützt den Nip! Bist du krank? Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Na, jetzt. Scheiße! Der Nepp ist tot! Dafür lasse ich dich leiden! Genau! Senno! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Hilft der Typ mir überhaupt? So. Geht doch. Der andere Typ war auch gar nicht mehr dabei. Wow. Du bist zurück! Na, sieh mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Hm, gut. Besser als meins. Was? Sagtest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund.
Wichser. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist, treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen! Wo soll das denn so? Da hinten! Am Arsch der Welt! Aber voll am Arsch der Welt, ey! Boah! Na gut, ich kann die Zeit jetzt noch, die ich jetzt noch habe, die 5 Minuten damit verbringen, dahin zu reiten. Dann bin ich auf jeden Fall schon mal da. Das kann ich tun. Nach rechts abbiegen. Einmal den Blinker setzen. Also richtig auf die Straße reiten tue ich ja nicht, ne? Hier verläuft sich nämlich schon die Spur im Sand. Natürlich die Frage, wie am besten hier so... Doch, der Weg ist perfekt. Hier, ich kann den Weg da hoch folgen. Und dann komme ich genau da an. Upsala. Auf die Karte gucken. Es ist noch ein kleines Stückchen. Wow. Kann ich da vielleicht nur hier so lang? Wow. Nee, ne? Oh nein! Oh, ich bin falsch abgebogen. Ärgerlich. So, und jetzt in die nächste Passage rein. Da. Ich fühle mich gerade wie ein König der Löwen mit den ganzen Hyänen, ey. Hup!
Wow. So, jetzt aber nochmal. Oh. Das Ziel ist lokalisiert. Und ich verabschiede mich jetzt bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.